Am 18. September 1989 fand trotz Verhaftungen schon die dritte Montagsdemonstration in Leipzig statt. Immer mehr Menschen gingen Montag für Montag auf die Straße und demonstrierten mit dem Ruf Wir sind das Volk gegen die DDR-Regierung. Die Demonstranten forderten friedlich eine Reform des Systems und mehr Mitbestimmung. Die SED-Alleinherrschaft sollte durch eine Demokratie ersetzt werden.